Ja, wir können immer bei Gott sein. Er nimmt uns an, er nimmt uns auf. Wir sind bei ihm immer willkommen. Wir dürfen immer wieder zurück in seine Nähe, in seine Gegenwart kommen. Und so ein Gottesdienst ist eine Möglichkeit, ist ein Mittel, um uns eben Gott zu nahen. Wir dürfen gemeinsam Lieder singen. Cool, danke für diese Begleitung eben. Ist das nicht erstaunlich? Mich hat das fasziniert, als Simon mir davon erzählte, mir das mitteilte, was seine Einleitung sein wird. Und ich dachte, hey, das muss ich stärker noch aufgreifen, auch in der Predigt. Ich finde es erstaunlich, dass sich eine Dattelpalme selbst an widrige Umstände anpasst und weiterhin Frucht bringt. Keine Ahnung, ob du Datteln gerne isst, sind ja keine gewohnten mitteleuropäischen Früchte, deutlich südlicher kommen die vor. Aber das ist ein tolles Bild, das uns, glaube ich, in unserem Ringen mit unserer Covid-Zeit helfen kann. Covid versus Frucht bringen oder erfüllt leben. Darum geht es mir heute Morgen. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Denn die ganze Pandemie, die fordert uns wirklich heraus. Wir sind echt herausgefordert und ich höre, dass hier und da, dass Leute erschöpft sind, dass sie merken, dass sie das langsam satt sind, dass sie unter den Dingen leiden, dass es frustrierend ist. Ja, jetzt habe ich mal das Wort Corona Blues gehört. Keine Ahnung, wie du das empfindest. Im übertragenen Sinne sind wir wie eine Dattelpalme dazu bestimmt, Frucht zu bringen, aufzublühen. Und die Pandemie aber, die gräbt uns so dermaßen das Wasser ab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Vielleicht ist bei dir in Sachen Fruchtbringen auch gerade eher hängen im Schacht und du denkst, boah, das also erfüllt Leben, Frucht bringen, ja, da ging schon mal deutlich mehr. Ständig müssen wir uns woran Neues anpassen. Vielleicht bist du des Anpassens schon müde geworden. Wie viele andere bist du es leid, kein fruchtbares, sondern ein fruchtloses Leben gerade zu führen? Du vermisst Dinge, die dein Leben vorher erfüllt haben, ausgefüllt haben. Ein Baum und hier jetzt exemplarisch eine Dattelpalme. Ich habe euch hier auf der Flipchart heute nochmal eine mitgebracht. Ihr seht, ich habe mir Mühe gegeben. Es gibt bestimmt Leute, die hätten das noch ein bisschen besser und farbenfroher gemalt. So sieht meine Dattelpalme heute Morgen aus, die ein wirklich starkes Bild ist. Denn ich glaube, wir können von dieser Dattelpalme und diesem Bild Frucht zu bringen eine Menge lernen, mitnehmen für unsere Zeit in der Covid-Pandemie, wie lange auch immer die noch dauern wird. Oder für bedrängende Zeiten überhaupt, in denen wir stehen. Ich glaube, das wird wirklich kostbar, wenn wir uns daran, ich sag mal, eine Scheibe abschneiden. Alles andere wird uns nämlich nicht dahin bringen, zu dem, wofür wir wirklich gedacht sind. Darum wird es heute gehen. Wir sind als Menschen und erst recht als Gläubige dazu gedacht, Frucht zu bringen. Das ist unsere Bestimmung. Wir schauen uns das gleich noch tiefer an. Aber wenn wir in dieser Pandemie verharren und an diesen Dingen, die uns Probleme bereiten, festhängen bleiben, dann kommen wir nie dahin und dann wird das eine fruchtlose Zeit bleiben. Wir schauen uns gleich zwei Bibelstellen dazu an, einmal von Jesus und von Paulus noch. Aber bevor wir dazu kommen, meine Ermutigung an dich, hol dir doch eben eine Frucht. Vielleicht hast du keine Datteln zu Hause, aber irgendeine andere Frucht, die du gerne isst. Und nimm die jetzt mit vor dem Bildschirm. Du kannst kurz auf Pause drücken und wenn du wieder zurück bist, drückst du auf Play und hast eine Frucht parat. Wir brauchen sie nicht sofort, aber gleich. Und ich hole eben meine Frucht. Ich hatte mir die Orange schon bereitgelegt. Ich bin nicht so der Dattel-Fan, muss ich zugeben, aber ich bin ein Orangen- und Mandarinen-Fan. Wenn gerade Orangen- und Mandarinenzeit ist, dann könnte ich die am laufenden Band fast essen. Frisch, fruchtig, aber gleich mehr dazu. Was wir unbedingt brauchen, um Frucht zu bringen, Covid hin oder her, ist die Verbindung mit Jesus. Elemente, die dir vielleicht vor Covid, geholfen haben, die Verbindung zu Jesus zu halten, zu pflegen, inspiriert zu werden. Sei es durch den Gottesdienst, durch den Hauskreis,
durch Gebetstreffen, dieses Miteinander begegnen, Anteil geben, ganz viel davon ist ja gerade zumindest so wie gewohnt nicht möglich. Und vielleicht hat sich bei dir durch Homeoffice, durch Homeschooling auch, haben sich Dinge verändert, deine Gewohnheiten vorher mit Jesus in Kontakt zu bleiben, konntest du nicht mehr so leben, wie es vorher war. Und da finde ich eine spannende Frage, wie ist es dir gelungen, in einer engen Verbindung zu Jesus zu bleiben? Jesus sprach nicht über Dattelpalmen, auch nicht über Datteln, aber er hat an einer anderen Pflanze Folgendes deutlich gemacht. Wir lesen das in Johannes 15, das ist ein langer Abschnitt, 16 Verse, wo Jesus auch noch, oder sogar mehr als 16 Verse, aber Jesus webt dieses Bild des Fruchtbringens mit der Liebe zueinander, untereinander zusammen. Finde ich spannend, eben im Blick auf die Predigt, mit der wir in diese Reihe gestartet sind, Covid versus Einheit leben. Wenn du deine Bibel parat hast, kannst du gern alles drumherum noch mitlesen. Wir beschränken uns jetzt auf die Verse 5, 8 und 16. Sie werden euch auch eingeblendet aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagte: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Vers 8. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Du bist dazu erwählt, Frucht zu tragen. Es ist deine Bestimmung, Frucht zu bringen. Menschen sehnen sich danach, genau den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Darin tätig zu sein, worin sie aufblühen, Erfüllung finden, womit sie sich selbst verwirklichen können. Ja, man will nicht mehr nur leben, um zu arbeiten, sondern das Leben muss Spaß machen, soll Spaß machen. Und wenn es aber an Frucht bringen für Gottes Reich vorbeigeht, dann geht es auch an deiner Bestimmung vorbei. Ich finde das spannend. Jesus sagt, er hat uns erwählt, und ich habe hier ein paar übergroße Datteln mitgebracht, denn ich muss da gleich noch was dran schreiben. Er hat uns dazu erwählt, dich dazu bestimmt, wenn du an Jesus glaubst, Frucht zu bringen. Christ sein und Frucht bringen gehören zusammen. Glaube und Nachfolge gehören zusammen. Dazu hat Jesus uns erwählt. Dazu ruft er uns auf. Und dazu brauchen wir es, eng mit ihm in Verbindung zu bleiben. Dazu sind wir da und wir brauchen, Jesus macht ja deutlich, ohne mich könnt ihr nichts tun, ohne euch wird keine Frucht entstehen, die bleibt, ohne seine Liebe, ohne seine Kraft, die Weisheit, die er uns gibt, den Segen, von dem alles abhängt, wird das, was wir tun, das, was, wofür du dich einsetzt, wofür du dich abmühst, unterm Strich nicht von Bestand sein, nicht von Bestand für das Reich Gottes. Und wenn du dir jetzt nochmal die Frucht anschaust, die du dir geholt hast, für mich eben diese Orange. Nimm sie ruhig in die Hand, um sie zu spüren. Ist das nicht großartig, diese Frucht, die du in deiner Hand hältst? Weil die Zweige dieser Pflanze, dieses Baumes, dieses Busches, woran auch immer deine Frucht gewachsen ist, diese Frucht mit Nährstoffen versorgt haben, weil sie an der Hauptpflanze geblieben sind, weil das Zusammenspiel von Blütenbildung, Bestäubung und Wachstumsbedingungen harmonisiert hat, hältst du diese Frucht jetzt in der Hand. Und du hast selbst, ich habe nichts dafür getan, dass diese Orange gewachsen ist. Nichts. Ich habe sie alle mal gekauft. Ja? Aber ich darf diese Frucht jetzt genießen. Wenn du in deine Frucht reinbeißen kannst, ohne sie zu schälen, dann mach das und genieß diese Frucht. Beiß einfach mal rein. Ist das nicht der Hammer?
wie lecker Früchte sind, wie kostbar sie für uns sind, weil sie uns lebensspendende Energie geben. Eine Frucht ist nicht dafür da, und das finde ich so besonders daran, eine Frucht ist nicht dafür da, den zu sättigen, der sie hervorbringt, sondern anderen Lebensenergie zu geben. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Jesus verbunden bist, dann ist dein Glaube, dass du ihn kennst, dass du ihn liebst, dass du jetzt in der Pandemiezeit mit ihm verbunden bleiben kannst. Im Prinzip ist dein Glaube wie so eine Art Frucht, die an dem Baum, also die durch eine andere Person gewachsen ist oder durch mehrere Personen, die in dich investiert haben, die dir von Jesus erzählt haben, denen es wichtig war, dass andere und dass du von ihm erfährst. Du bist eine Frucht, dein Glaube ist eine Frucht und du darfst diesen Glauben jetzt genießen. Du darfst erleben, wie er dir Hoffnung, Zuversicht gibt in einer Zeit, wo Menschen um dich herum sich fürchten und Angst haben. Darf sich in dieser Zeit an Jesu Seite wissen und dich mit allem, was dich bewegt, ihm anvertrauen. Und wie der Samen, der in so einer Frucht drinsteckt, dafür gedacht ist, dass eine neue Pflanze entsteht, die wiederum Frucht bringt. So sind wir, so bist du und ich, wenn wir an Jesus glauben, dazu bestimmt, dass durch uns die Fruchtgeschichte weitergeht. Ich finde es so mega, dass Jesus hier einen Multiplikationsprozess quasi beschreibt und deutlich macht, darauf ist mein Reich und darauf bist du als Nachfolger, als Gläubiger angelegt. Entscheidend ist, dass wir eng mit Jesus in Verbindung bleiben. Und die Frage ist, wodurch gelingt dir das, mit ihm in Verbindung zu bleiben? Welche Dinge haben sich jetzt in der Covid-Zeit bei dir etabliert und du merkst, das tut dir gut, das stärkt dich, das hilft dir, den Kontakt zu Jesus zu halten. Vielleicht fällt es dir auch schwer und du findest es alles andere als leicht. Nun, wie könnten dich Personen in deinem Umfeld, wie könnte dich die Gemeinde oder wie ich dich als Pastor darin unterstützen, eng an Jesus zu bleiben, damit du Frucht bringen kannst? Ich möchte dir von einer Missionarin erzählen, mit der ich vor 3 Wochen telefoniert habe. Eine Missionarin, die in Peru lebt, seit über 10, 15 Jahren dort ist und für Menschen im Regenwald aktiv ist, dort eine Bibelübersetzung ins Leben hineinzubringen. Und diese Missionarin erzählte mir, dass sie während dieser Zeit, als auch in Peru Lockdown war, so viel Zeit plötzlich hatte. Vielleicht erinnerst du dich daran, Anfang des ersten Lockdowns, man hatte ja plötzlich viel mehr Zeit. Ich finde jetzt, also ich zumindest habe deutlich weniger Zeit, weil irgendwie ist alles wieder gefüllt. Aber sie hatte so viel Zeit und sie hat diese Zeit genutzt, um dieses Tool, dieses Computerprogramm, mit dem sie die Bibel übersetzt, jetzt für sich selbst zu nutzen und intensiv zu studieren. Und das hat sie so gestärkt, das hat sie so motiviert, dass sie sich schon richtig darauf gefreut hat, endlich wieder los zu können in den Regenwald zu den Menschen, für die sie dahin gereist ist überhaupt und auf diese Missionsstation jetzt ausharren musste. Jetzt ist sie gerade wieder unterwegs. Und natürlich muss sie sich an diverse Hygienedinge halten, aber ihre Leidenschaft, Frucht zu bringen, die kann sie jetzt endlich wieder hineingeben. Die ist gewachsen, die ist gestärkt in dieser Covid-Zeit. Wie ist es mit deiner Leidenschaft, Frucht zu bringen? Und spannend ist ja erst noch, was machen wir, wenn es uns so geht wie in der Dattelpalme und wir nicht versorgt werden mit Nahrung, mit Nährstoffen, wenn die Dinge uns gerade nicht möglich sind, wenn sich Dinge uns in den Weg stellen, was machen wir dann? Darum geht es gleich in einem zweiten Teil der Predigt, und zuvor hören wir jetzt ein Lied mit dem Titel »Ich will dir folgen«. Ein Lied, das du vielleicht aus dem Englischen kennst, »I will follow« von Chris Tomlin. Wir singen es, hören es in Deutsch, der Text wird euch eingeblendet. Wenn du die Melodie kennst, dann lade ich dich ein, leidenschaftlich mitzusingen. Herr, ich folge dir, will dir nah sein, lauf dir hinterher. Ja, um verbunden zu sein, um Frucht zu bringen. In der Berufung, in die Jesus uns hineingerufen hat, zu stehen. Aber was machst du, wenn das nicht möglich ist?
wenn das nicht möglich scheint, wenn die Dinge verbaut zu sein scheinen, was machst du dann? Wenn die Umstände durch Covid so widrig sind und ja, Klammer auf, ich glaube nicht, dass uns jetzt durch Covid alles verbaut ist. Ich glaube, dass wir eher vor der Herausforderung stehen, wie diese Dattelpalme, unsere Wurzeln noch tiefer zu graben, bis wir wieder auf Grundwasser kommen. So, egal wie tief das ist, aber so tief zu wurzeln, dass unsere Verbindung zu Jesus nicht abreißt. Und wenn Dinge, die wir bisher getan haben, um in Verbindung mit Jesus zu bleiben, nicht möglich sind, hey, wie cool ist das, dass wir flexibler sind als diese Dattelpalme. Dass wir uns bewegen können, dass wir hin und her laufen können, dass wir neue Wege ausprobieren können, um mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Wir sind nicht festgewachsen. Und sie gräbt ihre Wurzeln tief ein. Sie hat sogar kein Problem mit versalzenem Wasser. Wie geht's uns, wenn uns quasi sprichwörtlich jemand die Suppe versalzen hat? Was macht das mit dir? Dazu ein weiterer Text aus der Bibel, den wir uns anschauen. Und das geschah auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Paulus war mit ein paar Leuten unterwegs und die wollten in eine Provinz nach Asien. Und sie merken, kein Weg da rein, kein Weg dahin. Sie versuchen einen anderen Weg, nee, geht nicht. Auch da, kein Weg da rein. Sie bleiben aber nicht stehen, sondern sie gehen weiter. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er teilt uns nicht mit, was das Problem war. Interessant ist, was er dann schreibt, sie wurden durch den Heiligen Geist gehindert. Was auch immer die Umstände waren, der Heilige Geist wird ja wohl kaum mit einem Stoppschild sich hingestellt haben und gesagt haben, hier geht's nicht weiter. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn irgendwie sichtbar durch etwas klar Erkennbares der Heilige Geist in Erscheinung getreten wäre, dann glaube ich, hätte Lukas geschrieben, wodurch kam das jetzt hier? Er schreibt, es war der Heilige Geist, es war uns nicht möglich. Und Sie können das von der Perspektive in der Rückschau, können Sie das so beurteilen. Spannend ist, Sie kämpfen jedenfalls nicht gegen diese Umstände. Sie rennen auch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Weder drehen Sie um, noch sitzen Sie die Sache aus, bis es endlich wieder möglich ist, auf dem gedachten Weg nach Asien zu kommen. Nein, sie gehen weiter und machen sich auf die Suche nach einem neuen Weg, um Frucht zu bringen. Sie wollen Frucht bringen. Und die Lösung ereignet sich in der Hafenstadt Troas. Apostelgeschichte 16, Vers 9 und 10. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das Erlebnis dieser zweiten Missionsreise, was Paulus und Silas und noch ein paar andere drumherum jetzt hier haben, das ist nicht in allen Bezügen auf uns übertragbar. Schon gar nicht können wir jetzt beurteilen, ob es der Heilige Geist ist, der uns quasi ein Stoppschild vorsetzt, dass wir nicht in den gewohnten Wegen weitergehen können. Könnte ja sein, weiß man nicht. Kann man aber jetzt nicht beurteilen. Aber er ist es doch, der wie bei Paulus, bei Silas, ich glaube Timotheus war auch noch mit an Bord, helfen kann, uns Wege aufzeigen kann, Weisheit, Mut, Entschlossenheit geben kann, neue Wege zu gehen. Er ist es, dem wir unsere Leidenschaft bringen können, um zu fragen, hey, wie geht's jetzt weiter? Die ganze Covid-Geschichte birgt in sich die Gefahr, stehen zu bleiben, zu warten, bis das Altgewohnte wieder möglich ist. Wir müssen jetzt einfach durchhalten. Weiß zwar keiner wie lang, aber wir müssen durchhalten. Wir sitzen das aus und irgendwann, wer weiß wann,
dann können wir hier wieder in Vollzahl zusammenkommen und alles ist wieder so wie früher. Und während ich das sage, denkst du vielleicht schon, ja, kannst du warten bis auf den St. Limmerneinstag? Oder wird es denn wirklich so sein wie früher irgendwann? Wer weiß, ist auch nicht wichtig. Es ist nicht entscheidend. Es ist entscheidend, dass wir mit Jesus verbunden bleiben und dass wir uns von dem Heiligen Geist leiten lassen, neue Wege zu suchen. Denn wir können eben auch nicht, ich weiß, das ist umstritten, wir können auch nicht andererseits die Beschränkungen ignorieren, so tun, als gäbe es kein Virus. Ich glaube, das wird uns auch nicht weiterbringen. Im Gegenteil. Ich glaube, wir würden damit genau das Gegenteil erreichen von dem, was eigentlich unser Anliegen, was eigentlich unser Ziel ist, nämlich Frucht bringen. Und das ist ja interessant, dass Paulus, das beschreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, könnt ihr es nachlesen, 19 bis 23. Dort lesen wir, dass er an seiner Freiheit, die er hatte aufgrund seines Glaubens, in verschiedenen Bezügen nicht festgehalten hat, sondern sich selbst jedermann zum Knecht, zum Sklaven machte. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Schwachen ein Schwacher. Und dann schreibt er da, wir lesen das in Vers 22, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Ich finde das so Wahnsinn, dass Paulus, der voller Leidenschaft war für Jesus, der weiß, was es bedeutet hat, unter dem Gesetz zu stehen, unter diesen ganzen Vorschriften und davon gerettet meinen zu werden, wenn man die nur alle einhält, der erkannt hat, nein, das bringt dich nicht weiter, dass er vor Menschen, die immer noch auf diesem Trip sind, die immer noch glauben, das ist es, dass er ihnen zuliebe sich anpasst und nicht sagt, ey, lass die Gesetze fallen und rebelliert dagegen und so, sondern er stellt sich erstmal auf eine Ebene mit ihnen. Er wird den Juden ein Jude. Denen, die unter dem Gesetz standen, wurde er einer, der unter dem Gesetz steht, um möglichst so viele, wie es nur geht, für das Evangelium zu gewinnen. Und deutlich wird, wenn man dann noch weiter liest, er will ganz und gar im Licht des kommenden Leben und alles daran setzen, im Licht des kommenden zu handeln. Darum ging es ja letzte Woche in der Predigt, Covid versus Leben im Licht. Er will im Licht leben. Ihr könnt das gerne zu Hause nochmal nachlesen. Und dann merke ich, wenn ich das lese, wenn ich darüber nachdenke, wie man vielleicht, wie du vielleicht hin und her gerissen bist, Abstand halten, Maske tragen, auf Gottesdienst verzichten, nicht singen und dies und jenes. Die Leute um uns herum, ob mir das gefällt oder nicht, die haben Angst, die machen sich Sorgen. Denen ist es wichtig, dass damit achtsam umgegangen wird. Und dann kann ich mich in meiner Freiheit nicht drüber hinwegsetzen, nicht zu tun, als wäre das alles kein Problem. Denn damit werde ich sie nur noch weiter weg von mir schieben, stoßen und verlieren, nicht gewinnen können. Ich will das nochmal zusammenbinden und auf diese Dattelpalme zu sprechen kommen. Wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Und vielleicht sieht deine Frucht aus wie meine Orange, die du in der Hand hattest und jetzt schon aufgegessen hast. Vielleicht sieht sie auch aus wie eine Dattel oder du hast eine Banane, einen Apfel, was auch immer. Du und ich, wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Frucht, die bleibt. Und der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, wenn du dich danach sehnst, nach einem erfüllten Leben, in dem du aufgehst, in dem du dich verwirklichen kannst, dann liegt genau darin der Schlüssel. Aber nämlich nicht, indem du dich verwirklichst, sondern indem du Gottes Ziele, Gottes Willen verwirklichst. Und das Erstaunliche finde ich, dass viele christliche Werke, viele Gemeinden bisher ja total die Digitalisierung verschlafen hatten und weiter eben so die Wege gegangen sind, die sich bewährt hatten. Und jetzt mussten wir feststellen, geht nicht mehr. Und wie viele erreichen jetzt durch digitale Angebote
weitaus mehr Personen, als sie vorher mit ihren analogen Sachen erreicht haben. Natürlich fehlt einiges und natürlich sehen wir uns zurück wieder nach Gemeinschaft, Verbundenheit. Die braucht es unbedingt. In der gewohnten Weise ist es gerade nicht möglich. Aber welche neuen Wege könnten wir gehen, könnten wir suchen, damit wir Frucht bringen? Denn Frucht entfaltet lebensspendende Energie. Und welche Frucht könnte das sein im Blick auf den Glauben? Welche Frucht könnte von dir wachsen? Und wenn ich jetzt hier mit Paulus das sagen muss, dann würde ich direkt denken, Evangelisation. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt zu Hause. Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen. Auf welche vielfältige Weise können wir Menschen vom Glauben erzählen? Wir können Beistand geben, dass andere Trost erfahren, dass sie Hoffnung erfahren, dass sie spüren, ich bin nicht allein. Wir können freigebig sein. Von dem, was wir haben, teilen, damit Not, damit Hunger gelindert wird. Wir können Hilfe geben, uns in die Not mit hineinstellen und mit anpacken, sei es bei bürokratischen Dingen, die vielleicht Leuten jetzt gerade mega schwer fallen, sei es beim Umzug, sei es bei irgendwelchen Hilfssachen, weil jemand jetzt in Quarantäne ist. Ja. Wir können Hilfe geben, dadurch entsteht Frucht. Wir können, es gibt die Gabe der Heilung, ja, wir können für Menschen beten, dass sie gesund werden. Es liegt natürlich nicht in unserer Hand, dass es tatsächlich auch geschieht. Aber auf vielfältige Weise, und ich weiß nicht, was du für dich entdeckst, auf die Weise, wie du zum Segen werden kannst für andere. 4 Personen, die eine Frucht bringen, wie ich sie gerade hier nicht geschrieben habe, stehen schon neben mir, weil ihr Ding ist, ihre Leidenschaft ist, Gott anzubeten und damit andere in die Anbetung zu führen. Nichts wird dich als Christ so erfüllen, wie wenn du Frucht bringst. Denn dafür bist du berufen. Und ich möchte dich ermutigen, nahe bei Jesus zu bleiben. Covid fordert uns echt heraus. In Sachen mit Jesus in Verbindung bleiben, in Sachen Frucht bringen, nicht stehen zu bleiben, die Sache nicht auszusitzen, sondern neue Wege zu gehen. Vielleicht erlebst du das aber auch gar nicht so und denkst, fragst dich die ganze Zeit, was hat der denn? In Sachen Frucht bringen, in Sachen dich für andere einsetzen, geht bei dir gerade so viel wie lange Zeit zuvor nicht mehr. Dann würde ich sagen, hey, cool, bleib dran, go for it. Mach weiter, toll. Und wenn du merkst, ja, es ist echt herausfordernd, nicht stehen zu bleiben, nicht sitzen zu bleiben, möchte ich ermutigen, bleib nah an Jesus. Wie diese Dattelpalme sucht nach tieferen Wasserquellen, nach neuen Möglichkeiten, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Nimm Hilfe in Anspruch und lass uns gemeinsam diese Zeit bewusst gestalten. Covid versus Frucht bringen, ich glaube, das ist kein Gegeneinander, sondern es ist eben für uns die Herausforderung, neue Wege zu suchen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Corrie ten Boom, dieser Widerstandskämpferin, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auch gelebt hat. Sie hat gesagt, keine Situation unseres Lebens braucht unfruchtbar zu sein. Durch die Hingabe an Gott lässt sich alles in Segen verwandeln. Amen.